Willkommen beim Angst- und Panik-Expertenrat, Ihrem 24-Stunden-Video-Ratgeberportal. Psychologische Beratung und Selbsthilfe bei Angst- und Panikstörungen. Hallo und willkommen beim zweiten Teil unseres Therapiegesprächs. In der Therapie würden Sie vielleicht auch fragen, Sie wollen sagen, Sie wären quasi nicht überrascht, wenn Sie eines Tages Krebs hätten? Und könnten dann sagen, ich habe es ja gewusst, das habe ich schon lange vermutet, meine Sorgen waren also nicht umsonst. Würde Ihnen das in diesem Moment helfen? Würde die Genugtuung, es vorhergesehen zu haben, Ihr Leben retten? Würden Sie sagen, es hat sich gelohnt, dass Sie sich all die Jahre sorgen und sich dadurch das Leben schwer gemacht haben? Wohl kaum. Ihre Sorgen hätten das Befürchtete weder verhindert, noch würden sie Ihnen etwas in Bezug auf den Umgang mit der Erkrankung helfen. Hinzu kommt, dass Sie sich Ihr Leben all die Jahre bis zum Ausbruch der Krankheit total vermisst hätten. Sie meinen, Sorgen als Mittel zur Verhütung? Besitzen Sie übersinnliche Fähigkeiten, mit denen Sie Kraft Ihrer Gedanken Naturgesetze außer Kraft setzen können? Können Sie durch Ihre Sorgen tatsächlich verhindern, dass Ihre Tochter auf dem Nachhauseweg von der Schule überfahren wird? Können Sie mit Ihren Gedanken verhindern, dass ein anderer Autofahrer Sie in einen Unfall verwickelt? Können Sie durch Ihre Sorgen verhindern, dass Sie entlassen werden? Wenn ja, dann müssen Sie eine sehr mächtige und einflussreiche Person sein, wenn Sie solche Dinge alleine durch Ihre Sorgen verhindern können. Was würde wohl passieren, wenn Sie einem Fremden erzählen würden, dass Sie Kraft Ihrer Sorgen Autounfälle oder eine Entlassung verhindern können? Geben Sie sich selbst eine Antwort darauf. Wie wäre es mit der Einstellung, ich vertraue darauf, dass alles in meinem Leben und dem Leben meiner Lieben gut geht? Was hätten Sie zu gewinnen und was zu verlieren, wenn Sie sich für diese Haltung entscheiden würden? Nun, zu gewinnen hätten Sie das Leben, richtig? Sie könnten Ihr Leben genießen, Spaß daran haben und es sich gut gehen lassen. Und was hätten Sie zu verlieren? Sagen Sie es mir. In meinen Augen absolut nichts. Hat Lenin, der das gesagt haben soll, wirklich recht? Die Geschichte sagt nein. Kontrolle ist immer ein Zeichen von Misstrauen. Solange es für ein Misstrauen keinen Anlass gibt, sollte man vertrauen, da Kontrollen das Leben vergiften, sowohl das eigene als auch das anderer Menschen. Was würden Sie einer eifersüchtigen Frau raten, die ständig ihrem Mann hinterher spioniert, seine Sachen nach verdächtigen Hinweisen durchwühlt, ihm ständig bohrende Fragen stellt und ihm ständig vorwirft, er betrüge sie? Würden Sie dieser Frau raten, du musst ihn noch mehr kontrollieren, du musst ihm noch mehr hinterher spionieren, du musst noch mehr seine E-Mails und seine SMS kontrollieren? Würden Sie das als Therapie empfehlen? Ich glaube kaum. Wozu würden Sie raten? Wohl auch zu dem ich raten würde, zu vertrauen, obwohl man weiß, dass das Vertrauen jederzeit enttäuscht werden kann. Richtig?
Eine Beziehung hat nur eine Zukunft, wenn die Basis Vertrauen ist. Kontrolle zerstört jede Beziehung. Auch Sie haben nur die Möglichkeit zu vertrauen, dass alles gut geht, obwohl Ihr Vertrauen jederzeit enttäuscht werden kann. Ich hoffe, Sie entscheiden sich dafür, zu vertrauen. Sie haben keine 100%ige Kontrolle über Ihre Zukunft. Sie haben nur eine 100%ige Kontrolle darüber, ob Sie darauf vertrauen, dass alles gut gehen wird. Ich wünsche Ihnen den Mut, sich dafür zu entscheiden, darauf zu vertrauen, dass in Ihrem Leben alles gut geht. Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, das da lautet: Dass die Vögel der Sorge über deinem Haupt kreisen, kannst du nicht verhindern. Du kannst nur verhindern, dass sie sich bei dir einnisten. Was denken Sie darüber? Ist da etwas Wahres dran? Ich denke schon. Sie können nicht verhindern, dass Ihnen ein sorgenvoller Gedanke durch den Kopf schießt. Sie haben aber auf jeden Fall Einfluss darauf, ob Sie dieser Sorge weiter nachgehen, ob Sie sich mit ihr beschäftigen und ihr erlauben, Besitz von Ihrem Denken zu ergreifen. Sie können diese Gedanken unterbrechen, Sie können sich bewusst etwas anderem zuwenden, Sie können sich ablenken. Das vertreibt Ihre Sorgen nicht grundsätzlich, aber Sie nisten sich dadurch nicht bei Ihnen ein. Richtig? Nun, mit anderen Worten, Sie haben vielleicht keine Kontrolle darüber, dass die Sorgen über Ihrem Haupt kreisen, aber Sie haben die Kontrolle darüber, ob und in welchem Maße Sie sich mit ihnen beschäftigen. Auch wenn sie immer wieder kommen, Sie können sie jedes Mal aufs Neue verbannen. Wir sind am Ende unserer Videoreihe über die generalisierte Angststörung angelangt. Sie können lernen, Ihre sorgenvollen Gedanken zu unterbrechen und wieder mehr Zeit für die schönen Seiten des Lebens zu haben. Sie können lernen, aus dem Sorgenkarussell auszusteigen und Ihr Vertrauen in Ihre Fähigkeit zu stärken, mit den Problemen des Lebens fertig zu werden. Zögern Sie also nicht, einen Psychotherapeuten aufzusuchen, wenn Ihre Sorgen und Befürchtungen Sie lähmen und einengen. Es gibt Hilfe. Alles Gute für Sie. Leben Sie wohl.